Liebe Eltern, vor einer Woche haben wir Sie um Ihre Meinung gefragt, wie Sie sich die Wiedereröffnung unserer Kitas vorstellen können, welche organisatorischen Vorschläge Sie uns mit auf den Weg geben können. Wir möchten Ihnen heute ein Feedback geben, was das Ergebnis der Umfrage gebracht hat. Der größte Teil von Ihnen hat sich dafür ausgesprochen, die Kitas nach Jahrgängen wieder zu öffnen und hierbei insbesondere die Schulkinder besonders in den Blick zu nehmen. Ein kleinerer Teil hat sich für ein Rotationsprinzip entschieden, uns aber gebeten, hier insbesondere die Rotationszyklen, das heißt die Zeit, in der die Kinder wieder in die Kita kommen können, nicht zu lang zu wählen, idealerweise an einem festen Tag in der Woche oder nach Möglichkeit auch an einem zweiten Tag. Allen Umfragen oder allen Ergebnissen ist gemeinsam, dass sie uns gebeten haben, die Situation der Geschwisterkinder und damit die familiäre Situation besonders in den Blick zu nehmen und bei der Wiedereröffnung insbesondere auf das Wohl von Geschwisterkindern zu achten. Insgesamt haben sich über 600 Eltern an der Umfrage beteiligt. Das ist aus unserer Sicht wirklich ein überragendes Ergebnis und wir sind Ihnen hier sehr zum Dank verpflichtet. Ihre Ergebnisse in dieser Umfrage haben wir in der Zwischenzeit auch schon an die kommunalen Spitzenverbände weitergegeben, in der Hoffnung, dass Ihre Ergebnisse, Ihre Meinung auch Einfluss finden in das, was die hessische Landesregierung umsetzen wird. Am gestrigen Tag hat die hessische Landesregierung gesagt, dass mit dem 2. Juni ein sogenannter eingeschränkter Regelbetrieb für alle Kinder wieder stattfinden soll, wobei das aus unserer Sicht sehr unbestimmt ist, was man sich unter einem eingeschränkten Regelbetrieb vorstellen kann. Wir aber davon überzeugt sind, dass wir mit der Hilfe Ihrer Ergebnisse, Ihrer Rückmeldungen organisatorisch so aufgestellt sind, dass wir, wenn es die Verordnungslage in Hessen wieder zulässt, zum Wohle Ihrer Kinder eine bestmögliche Betreuung anbieten können. Für Ihre Rückmeldung darf ich mich im Namen der Stadt Rottgau ganz herzlich bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen auch für die Zukunft weiterhin alles Gute und bleiben Sie gesund.